Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Epic zusammen mit den Schnieken Boys. Hallöchen. Yeah. Jetzt tut nicht beste nur, Ansage. Das ist wohl normal, wenn Ifrit auf dem Ifrit steht. Hallo. So. Hallo. So, wo geht's hin? Krieg. Ja, also erstmal noch hier die alte Konstellation, also hier Outsider, Gaming Bookie, Zantani LP und hier wir die zwei Ulos, der Abschott und ich. Was machen wir hier? Jetzt. Die blöden Jungs. Ficken. Wir machen nicht. Ficken. Oh, geil. Geh mal hin. Oh! Ja. Oh. Pass auf. Beruhigt euch jetzt mal, Leute. Komm. Wo fahren wir jetzt hin? Jetzt mal hier ein bisschen Personalität in den Tag legen. So. Genau. Wir wollen. Oh, da ist jemand. Oh, wer ist das? Geisel. Wollen wir den. Dürfen wir das hier? Nein. Natürlich. Nein, dürfen wir nicht. Überfahren. Rexa, warte mal, ich steck da aus. Ich hab's gesagt. Rexa, hat er was gesagt? Wollen wir den fragen, ob er mal rauskommen möchte aus der Stadt? Warte, wir müssen ihm was zeigen. Ich mach das. Habt ihr doch alle stumm geschaltet in-game? Nee, mach ich jetzt mal nicht. Nebenbei. Ich frag den. Ja, so nebenbei, ob er irgendwo hin muss, ob guten Tag, soll. Guten Tag, Herr Rexon. Wir müssen, Sie sind ja von der Presse, wir haben einen wunderbaren Vulkanausbruch am anderen Ende der Insel gesichtet. Wollen Sie bei uns kurz einsteigen, damit wir Ihnen den zeigen können? Ich höre Sie nicht. Sie kommen auf jeden Fall mit. Okay, oh, das ist perfekt. Dann steigen Sie bei uns im Auto ein, einfach. Ja, warten Sie, ich muss da noch schnell Geld holen, weil... Der Dadosch ist da! Ich geb den Schlüssel. Aber natürlich. Ja, wie geil! Ey, Dadosch ist auch da! Pass auf, dass dein Auto nicht geklaut wird. Oh. Ich bin doch hinten drinne. Alles safe. Da kann gar nichts passieren. Zartani richtet das. Ja, ich bin hinten drin. Pasch. Okay, komm. Bitte die Respawn-Regel einhalten. Ja, steig bei uns im Auto ein. Oh, jetzt hier gibt's Stress, ne? Oh, ja, das ist geil. Ich wüsste mal gerne, wo das ganze Gebettel hier losgeht, weil die haben schon ganz schön losgelegt hier. Okay. Fünf Minuten. Okay, perfekt. Nachher kriegen wir wieder Ärger, weil wir jetzt eine Geiselnahme starten wollen. Ja, und? Ach ja, scheiße. Wir gerade mitten im Gefecht. Was sollen wir denn sonst machen? Vulkanausbruch, ja, das ist wirklich was Wunderschönes und da fahren wir jetzt am besten hin. Wir folgen einfach mal den. Sag mal, habt ihr jetzt eine Idee, wo wir den jetzt festhalten können? Ja. Wo denn? Also ich fahren wir. Haben wir einen Heli? Ja, bestimmt. Wir können uns einen Heli holen, das an diesen Zeitung kommen, dann Solarturm machen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das wäre auch eine gute Idee, aber du hörst ja schon von unserem... Ich habe so ein paar Orte, wir haben uns das mal in der Aufnahme angesehen von den Saints. Und zwar wäre die also beim Rebellenland das da unten auch gleich noch Kap auf jeden Fall. Makrinos wäre eine gute Idee. Ah, das ist so weit weg. Ja, Kap A, was? Akrinos? Aber da bräuchten wir entweder ein Heli oder ein Boot. Ja, Boot ist scheiße. Ja, Heli steht hier gleich ums Eck. Da steht ja, Heli. Okay, wir fliegen jetzt mit dem Heli. Weiter da. Wer ist da? Wen haben der wir Blaze. Da? Oh, sorry. Können wir den festnehmen hier? Ja, wir könnten den theoretisch hier auch noch als Geisel nehmen. Ja, lass den auch noch als Geisel nehmen. Ja, komm, lass doch machen. Ja, aber der ist doch hier selbst. Garage, ja, stimmt. Ja, was wollen wir machen? Ja, das stimmt. Wollen wir den verfolgen? Wollen wir den verfolgen? Nein. Wir können ihn doch einfach nur töten, oder? Also, Nein, das ist ja nicht hier eine Safe Zone. Hier ist doch keine Safe Zone, oder? Doch, nicht? Garage. 12 Sekunden ist keine Nachricht. Geht heute mal wieder sehr supi. Ja, du bist gerade irgendwie rausgeflogen. Verliert Verbindung, steht da. Wo geht man hin? Wo tut man den, hier... Ja, erstmal Outsider wieder abholen, oder? Ja, der kann selber nachkommen. Ja. Ja, was hinfahren? Ja, hast dich auch? Nee, wir sind noch nicht da. Wir müssen das hier ganz kurz besprechen, weil wir finden selber gerade nicht mehr, wo der Vulkan war. Deswegen... Das ist so fein. Wo ist denn jetzt der? Hast du den abgeschlossen, damit er nicht raussteigen kann? Wollen wir... Ja, ist zu. Nach Krollimni? Ja. Unter der Salzmine ist nochmal so eine kleine Salzmine. Warte kurz mal, ich... Ach, da. Ach so, ja. Da. Könnten wir theoretisch hin. Ja. Mal dahin. Oder das Gefängnis. Ja, Gefängnis wäre auch eine gute Idee, aber... Oder in der Bank den einbuchten. Und dann noch gleichzeitig einen Banküberfall machen. Ich hab dann selten einen Busch ja, lass den Bank. Ich muss den mal fotografieren. Nee, sie können leider nicht aus dem Auto, hier ist zu gefährlich, weil hier kommen die ganze Zeit Gesteinsbrocken raus aus dem Vulkan, ja. Die fliegen bis hier. Ach so, ja. Aber die sieht ja einfach leider nicht. Nee, aber die sind so hardcore, ey.
das ist so falsch. Fahr bitte nicht drüber, nein! Nein! Ja, ab wann wollen wir den Bescheid sagen? Warum haben wir es getan? Er wollte den Busch fotografieren, ich überfahre den Busch und der riecht. Ich will ja schon sagen, oder? Ja, wollen wir noch einfach so. Nein. Der Busch war giftig für unser Auto. Gott sei Dank hat es keiner gesehen. Nein, selten war der auch, aber giftig vor allen Dingen. Und das ist gefährlich für die Natur. Was? Okay. Das ist so viel random. Mehr random geht schon gar nicht mehr. Wir nennen die Folge giftiger Busch. Überhaupt diese Autos hier erlaubt? Oder wir gehen diese hier ins Bio-Waffending hier. Die Autos, die sind die sind natürlich jetzt hier, wo Kriegsstand ist, sind die erlaubt auf jeden Fall. Aber im Normalfall sind die verboten. Aber es gibt ja hier Krieg momentan. Wollen wir es hier machen? Hier bei den ganzen Kuppeln? Ah, das ist doch zu gefährlich, oder? Ja, eben. Das sind wir halt ziemlich offen. Ja, das stimmt. Hier gibt es aber halt überall. Nee, wir sind nicht beteiligt am Krieg. Drum und dran. Und wir können da in die Mitte stellen einfach die Geisel. Aber du musst schon wissen, dass die alle Thermalvisier und so haben, ne? Ja, das Kopf ist auch scheiße. Ja, Kopf's auch, alle. Ja, wir werden das eh nicht schaffen. Ja, das haben die noch. Ja, lass das hier machen, oder? Das war geil da. Wir nehmen sie nicht als Geisel. Nein. Ja, komm, wollen wir das bei dem Bio-Kuppel machen? Komm, wir stellen den da in die Mitte und helfen uns einfach. Einer bleibt bei ihm und der andere und der Rest verkämpft sich irgendwo drumherum. Bio-Kuppeln. Komm, lass machen. Okay, ja, gut. Machen wir. Heute hat noch keiner was gemacht. Hier ist auf jeden Fall schon eine Schutz... hier ist eine Zone, wo wir sicher sind vor dem Gesteinsbrocken. Deswegen müssen wir hier kurz Rast machen. Nein, das hier sind alles kleine Vulkane. Sag ihm das. Ah, ich krieg gerade gesagt, das sind Marshmallow-Vulkane. Die sind ganz selten. ganz selten. So random Scheiß hat er wahrscheinlich in seinem ganzen Leben noch nie gehört. Marshmallow-Vulkane? Boah, hier haben wir eigentlich echt voll gute Chance. In jeder Gruppe können wir uns verstecken. Guck, fahr da in die Mitte und hock den da direkt an diesen Turm. Die haben mal beschissene Chancen, weil wir... Ja? Ja, das ist wirklich cool hier. Mach die Schnieken-Boys kurz auf, bitte. Kann man hier rein in die Kuppeln? Warum ist das hier... Ja, klar, kann man. Warum ist das geil, beschissen? Weil wir sehen, die Polizisten nicht kommen. Die können ja extrem schnell hier stürmen, ohne dass wir... Da haben wir halt eine Person irgendwo draußen hocken. Ist ja auch okay. Ich bin unterwegs. Oder mit Heli fliegen. Wir könnten auch eigentlich, dass einer mit hier Heli drüber fliegt und so. Cool. Damit ja. Wir sind halt nicht so viel. Oder Outsider macht das. Aber wir brauchen halt auch genug Leute, die schießen können, ne? Und jetzt rede ich gar nicht mehr. Nochmal von vorne, das sind die Marshmallow-Vulkane. Und die werden angeblich gleich ausbrechen, habe ich in den Medien gehört. Und deswegen sollten wir hier Fotos machen. Kann man die essen? Ja, die kann man auch essen. Also man kann sie da so Teile abreißen und die essen, wenn sie Hunger haben. Man kann die Garagen auch aufmachen und den Hefried da drinnen parken, ne? Ja, wollen wir denen erstmal Bescheid sagen, oder was? Was soll ich jetzt machen? Ich habe den jetzt hier in meinem Auto. Alter, fuck! Soll ich den jetzt aussteigen lassen? Du hast gerade im Game geredet. Ja, aber du musst ihm sagen, dass er gefesselt ist und alle seine Sachen wechselt. Ja, oder wir lassen den im Auto einfach. Stellen den Ifrit stell den Ifrit dahin und sperr den Wagen ab. Okay, Zatani, auf 3 steigen wir denn aus, ja? Ja, okay. Okay, warte mal, ich park den irgendwie. Aber er redet erst in dem Wagen mit dem, also, was sonst versteht er da. Er singt gerade Caillou übrigens, ne? Ja. Steht ihr gerade oder fahrt ihr gerade? Wir stehen gerade. Lass den Typen abgeben. Ich will Alter, Philipp, gerade, ne? Philipp, gerade, ich bin so in eine Garage gefahren und wollte... Okay, Zatani, auf 3 aussteigen. 1, das Tor. Ich bin schon draußen. War offen. Mach zu. Hast du zugemacht? Rumgeflippt, ey. Ja, ist zu. Er ist nicht mit rausgekommen. Nee. Er ist hinten drin. Okay. Kann er jetzt zum Fahrer wechseln? Nee, wenn er abgeschlossen ist, nicht. Der Pressetyp, der Caillou singt, ist immer noch drin. Ja, der schreit, lass mich hier raus. Ihr habt ihm gesagt, dass er Geisel ist, oder? Nö. Ja, ich glaube, das müsst ihr machen, Alter. Achso, ich muss übrigens noch beifügen, sie sind unsere Geisel, also sie können ihr Handy nicht benutzen. Sie können ihr Handy nicht benutzen. Cellphone. Das darf nicht mehr verwendet werden, ne? Weil wir haben ihn das abgenommen, wissen sie ja natürlich, ne? Ja klar, weiß der das. Okay, perfekt. Sie sind eine gute Geisel. Geisel, okay, was machen wir jetzt? So, ich stelle jetzt mal... Wow, das geht ja auch auf einmal runter. Chill ich mich da hinten in so... Kann man die Container aufmachen? Dann können wir der Polizei Bescheid sagen. Fuck, man kann die Container nicht aufmachen. Zatani, wo bist du? In irgendeinem Ding bin ich hier. Der Typ ruft immer noch. Ja, ist ja scheißegal. Wollen wir uns... Zatani, wollen wir drinnen bleiben oder was machen wir?
Ich würde sagen, dass wir immer offen stehen, damit wir sehen, wo die kommen. Und dass wir dann kurz... Da? Das ist auch das ist Ding. Outsider. Im Quad, Alter. Ja. Das ist was Gescheites bauen können. Oh Mann. Haben wir hier irgendwo einen höheren Posten, wo man draufsteigen kann? Nee, ja, ne? Ich gehe da auf den Turm da am Eingang. Hier sind so kleinere Türme, aber die bringen es nicht so. Aber da hinten, das sind so Säulen. Ja, ja aber genau, wir könnten auch mit dem Heli uns ein Heli... Das Problem boah, ist was bringt der Typ, der unsere Geisel... Das Problem ist nur... Wenn wir uns da oben drauflegen, auf diesen Silos oder so, was das sind, und ein Helikopter kommt, sieht der uns sofort. Ja, das stimmt. Ja, und dann, aber das ist halt der Nachteil an diesen höher positionierten Dingern da. Da müssen wir aufpassen, weil wenn die uns einmal sehen, sind wir sofort tot, weil wir können da nicht so schnell weg. Guck mal, wo ich bin jetzt. Ich bin hier in so... In diesem ja, da was ruft der Typ denn da so rum? Ja, der schreit müssen, hier rum, ey. Wo habt ihr alle eure... Oder Philipp, wo hast du deinen Efrid geparkt? In so einer Kuppel? In der Kuppel da vor mir. Ja, was du musst da eigentlich am besten schnell hinkommen immer. Wir brauchen einen Flucht-Efrid. Ja, einen Flucht-Efrid, genau. Wie viele passen in den Efrid rein? Ja, richtig viele. Es reicht auf jeden Fall. Ja. Gibt's hier denn noch irgendwie einen anderen Weg, um hier rauszukommen? Oder gibt's nur diesen einen, wo wir hergekommen sind? Bestimmt noch mehr, oder? Weiß ich nicht. Ich habe ein Quartzbike, ich kann flüchten. Das wäre vielleicht... Vielleicht ganz gut zu wissen. Ja. Ach, hier wär's denn hier in dem. Das Ifrit bin ich jetzt. Das bin ich. Quadfahrer, Achtung. Okay, wir müssen das Ding jetzt mal hier etwas planen, was wir jetzt überhaupt so haben. Ja, besser ist es. Also, ich will diesmal echt versuchen, das nicht zu verkacken. Wenn wir es mal wieder verkacken, können wir unseren Ruf einfach beibehalten. Also, Rexum kann ich jederzeit eigentlich rausschießen, falls die. Hier hinten gibt's einen Ausweg. Ich habe einen gefunden. Es ist hinter so einer Kuppel direkt. Wo bist du? Da geht auch eine Straße lang. Ja, ist eigentlich erst rein hier. Ja, eigentlich ich mach die Kuppel mal auf. Ja, warte, kann man direkt durchheizen. Welche? Warte, ich lauf gerade mal raus. Ihr seht das ja irgendwo hier an meinem Namen. Ich brauche was zu trinken, sonst sterbe ich. Ja, also gibt's theoretisch nur zwei Eingänge, oder was? Ja, ich hab hier vorne könnt ihr durch. Ich hab kein Trinken. Hier. Ja, einmal durch die Kuppel. Also gibt's noch zwei Eingänge hier rein. Was machen wir? Oh, guck mal, hier in den Container kann man sogar in so einer kleinen Hütte rein oder sowas. Ich hab momentan keinen zu trinken, die kriegen gleich was. Hallo? Also gibt's zwei Eingänge nur, oder? Nee, ich meine sogar mehrere, vier, glaube ich. Das ist doof. Zwei sind immer so nebeneinander. Zwei Eingänge, einfach gecampt und fertig. Tatani, in der Kuppel, wo du gerade durchgelaufen bist, ne? Da ist sogar so ein kleines Gebäude drin, wo man sich auch noch reinhocken könnte. Da ist ein kleines Fenster drin. Kann auch hier. Okay. Ja. Ich weiß nicht. Ey, wir haben einfach, wir müssten eigentlich einen Heli holen. Also, wir müssen auf jeden Fall die Eingänge irgendwie zustellen. Das ist, glaube ich, das Beste, was wir machen könnten. Da kann man da rein? Ja, da kann man echt rein. Warte mal, ich guck mal kurz, wie das da drin ist, ob man dann... Wir müssen unserer Geisel was zu trinken geben, weil sonst stirbt die. Ja, der gibt doch. Oder wir ballern... Also, wenn die kommen, könnten wir doch direkt auf die losballern, oder? Ja, wir müssen ja verhandeln. Hört der mich schon wieder nicht? Ja, stimmt. Dann eine Person verhandelt. Das wäre, wenn wir uns auf die Spawn-Insel rüberfliegen... und zu den Cops sagen, er soll in einem Boot kommen, in einem offenen Boot. Das dauert so lang. Ja, dauert echt. Ja, oder in einem Heli oder so, in einem Hummingbird, alleine unbewaffnet. Leute, jetzt muss irgendjemand mal unserer Geisel was zu trinken geben. Alter. Ja, ich geb der ihm was. Junge, das müsst ihr euch im Video angucken, was mir gerade passiert ist. Ey. Oh mein Gott. So, ich gebe dir jetzt mal was zu trinken. Oh mein Gott, war das gut. Also ich stelle jetzt meinen Ifrit hier vorne in den Eingang und camp mich dann hier neben dran. Und sobald ich irgendwie Stress habe, steige ich einfach in den Ifrit rein und hau ab. Wer wird die Verhandlung führen? Am besten einer mit Erfahrung. Ja, ich definitiv nicht. Also jetzt ich auch nicht. Ich würde einmal kurz gucken. Ich würde sagen Outsider. Bitte was? Ja, dass du verhandelst. Okay. Diese Outsider verhandelt. Ich bin einer der schlechtesten Schützen, würde ich jetzt mal sagen. Ich kann gut schießen, was anderes kann ich nicht. Mich nervt es so damit, dass wir kein schönes Visier nicht haben. Das nervt mich eigentlich am meisten. Ja, das nervt mich auch am meisten. Also ich bin positioniert eigentlich. Ich habe von den Eingang hier... Okay, wo bist du? Also da bist du. Okay, wo sind die ganzen Eingänge? Wir müssen jetzt mal gucken, wo wir Eingänge haben. Haben wir doch schon. Es gibt drei oder vier Eingänge. Muss gucken, wenn du durch manche Kugeln gehst, führen die auf eine Straße. Also muss man ein bisschen drauf achten. Boah, hier, was ist denn hier? Ist hier eine Station drin? What the fuck? Danger. Leute, kann man reingehen. Komm, wo seid ihr gerade? Da seid ihr. Ja, Moment, ich komm da mal kurz hin. Lass das auch nicht so lange hier rummachen. Ja, warte mal. Komm. Komm mal kurz her. Könnt ihr schon mal die Polizei anschreiben, oder nicht? Ja. Okay, Outsider ist da. Ein Gaming-Bookie.
für dich auch nochmal. Satani, ach, Gaming Bookie, da vorne, ne, wo ich jetzt gerade hinziehe, auf der Kuppel. Da steht mein Efri drin und da ist auch noch ein kleines Haus drin, wo man reingehen könnte. Ich gehe einmal kurz rein, damit ich weiß, was es da damit, ne, so, du weißt, was ich meine, ne? Warte mal, wie wäre es, wenn ich mich in diesem grünen Kästchen da postiere? Ja, und da ist Philipp auch schon in einem drin, also ich glaube, das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Also ich weiß, entweder gehe ich unten direkt